Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Bundesrat, sehr geehrter Herr Landammann, lieber Didier, lieber Hannes, lieber Andrea, sehr geehrte Delegierte, liebe Freisinnige, aber auch liebe Glanerinnen und Glaner. Zuerst möchte ich meiner Freude Ausdruck geben, dass trotz des langen Anreiseweges so viele Leute gekommen sind. Die FDP bewegt, heißt das für mich. Und ich hoffe, sie bewegt noch lange und sie bewegt immer mehr. Wegen des Wetters werden sie nicht gekommen sein, kann ich mir vorstellen. Herzlich willkommen zu unserem Parteitag. Wir befinden heute über diverse Vorlagen. Ich glaube, unbestritten sagen zu können, die wichtigste ist jene, die am 9. Februar zur Abstimmung kommt, die SVP-Masseneinwanderungsinitiative. Hier geht es mehr als um reine Migrationspolitik. Es wurde ausführlich debattiert, es wurde argumentiert im Bereich der Ökonomie, der wirtschaftlichen Folgen, der bilateralen Verträge, Europa, unser bester, größter Handelspartner. Sie wissen ja, wir verdienen in der Schweiz den Lebensunterhalt und im Export verdienen wir den Wohlstand. Wer international so vernetzt ist wie die Schweizer Wirtschaft, hat gewisse globale Spielregeln zu akzeptieren. Die FDP steht dafür, sie steht für die bilateralen Verträge. Und genau darum geht es im Kern bei dieser Initiative. Ich möchte aber jetzt nicht die Argumente wiederholen, die Sie oft in den letzten Wochen, Tagen gelesen haben, die ökonomischen Argumente, sie genügen nicht. Sie genügen nicht. Ich sage nicht, man soll sie nicht bringen, man muss sie bringen. Man muss den Leuten aufzeigen, es geht um viele Arbeitsplätze. Und Sie wissen, Arbeitsplätze, die Wirtschaft, das sind wir alle, Sie und ich, wir alle sind die Wirtschaft. Und wer keine Arbeit hat, hat ein Problem. Und daher geht es um viel mehr als rein migrationspolitische Aspekte. Trotzdem möchte ich auf die migrationspolitischen Aspekte eingehen, weil sie in letzter Zeit etwas zu kurz gekommen sind. Auch die FDP weiß, dass im Migrationsbereich die Schmerzgrenze in der Schweiz irgendwann erreicht sein wird oder schon erreicht ist. Das wissen wir. Das haben wir schon 2009 vor über 4 Jahren gewusst, als wir im Dezember 2009 mein Vorgänger Fulvio Pelli, der das damals schon gesagt hat, und ich selber an einer Medienkonferenz in Bern darauf hingewiesen haben, dass es im Bereich der Personenfreizügigkeit Handlungsbedarf gibt, aber nicht den Handlungsbedarf, den die SVP mit Kontingenzlösungen meint, sondern Handlungsbedarf im Vollzug. Das Freizügigkeitsabkommen wird direkt angewendet. Es gibt kein Ausführungs- oder Umsetzungsgesetz. Im Vollzug gibt es Möglichkeiten, das haben wir vor über 4 Jahren aufgezeigt, einen ganzen Maßnahmenkatalog, ohne, und das ist entscheidend, das Freizügigkeitsabkommen zu verletzen, zu kündigen zu müssen oder in irgendwelcher Art und Weise nicht vertragskonform zu handeln. Das haben wir vor über vier Jahren aufgezeigt. Fulvio Pelli hat das initiiert damals. Und wir haben anlässlich einer Delegiertenversammlung im Februar 2011 in Zürich einen Forderungskatalog zur Migrationspolitik, das erste Mal in der Geschichte der FDP, ebenfalls aufgezeigt, wo man ansetzen kann in den 3 Einwanderungskategorien, die wir heute kennen, Asyl, Einwanderung über das Freizügigkeitsabkommen mit der Europäischen Union und den EFTA-Staaten und Einwanderung aus sogenannten Drittstaaten, also jene Staaten, die nicht über das Freizügigkeitsabkommen, nicht aus der Europäischen Union in die Schweiz kommen. Das haben wir aufgezeigt, das heißt, die FDP steht heute da, guten Gewissens, kann Nein sagen zu dieser SVP-Lösung, die eben keine gute Lösung ist, weil wir uns vor langer Zeit, vor Jahren Gedanken gemacht haben darüber, dass es eines Tages mit der Akzeptanz der schweizerischen Migrationspolitik nicht mehr gut stehen wird und wir sind heute an diesem Punkt.
Dass Handlungsbedarf besteht, ist unbestritten. Die FDP steht dazu. Aber das Rezept der SVP ist nicht tauglich. Die SVP pflegt ja, wenn sie ihre Initiative anpreist, sehr wenig über Zahlen zu sprechen, bewusst. Es ist völlig klar, man hat sehr offen formuliert oder anders gesagt, ich sage es brutal, man überlässt die Arbeit, die fast nicht lösbar ist, mit diesem Text dem Parlament. Genau jenem Institut, dem Parlament, dem Bundesrat, der Kontingente festlegen soll, denen die SVP an und für sich, sonst wäre ja die Initiative nicht da, nicht traut, nicht zutraut. Ich kann das irgendwo auch verstehen. Auch die FDP hat Vorschläge gemacht. Auch die FDP hat Initiativen eingereicht im Parlament, dort, wo es hingehört. Sie sind auch im Ständerat, im Nationalrat akzeptiert worden, aber sie werden nicht umgesetzt. Und hier ist die zuständige Departementsvorsteherin ganz klar gefordert, endlich umzusetzen, was beschlossen worden ist vom Parlament. Das Parlament hat die Hausaufgaben gemacht, das muss man deutlich sagen. Und nun zu den Zahlen, die die SVP nicht nennen will. Wir wissen ja heute, die Freizügigkeit hat in der Tat die Migrationszahlen, die Einwanderungszahlen ansteigen lassen. Was ist konkret? Wir haben beispielsweise von 2008 bis 2012, das sind 5 Jahre, 8, 9, 10, 11, 12. Also in dieser Zeitspanne, in der bei der EU 15 plus Malta und Zypern, mit denen wir keine Übergangsbestimmungen haben, sind insgesamt 726.000 neue Menschen, Ausländerinnen und Ausländer in die Schweiz eingewandert. 726.000, eine sehr große Zahl. Aber von 60 bis 64 waren es 973.000. Damals 973.000. Und wenn man die Kontingenzpolitik, die Funktionsweise und die Wirkung der Kontingenzpolitik darstellen will, dann muss man auch sagen, zwischen 90 und 94, wiederum 5 Jahre, waren es 618.000 in einem wirtschaftlich sehr ungünstigen Umfeld. 1990 bis 1994. Mit Kontingenzpolitik ist diese Politik, diese Zahlen erreicht worden. Das heißt, in wirtschaftlich ungünstigen Zeiten wie 90er Jahre hatten wir eine Einwanderung, die nur in Anführungsschlusszeichen 20.000 tiefer lag, als sie heute ist mit der vollen Freizügigkeit. Das zu meinen, das beweist nichts anderes als Kontingenzpolitik funktioniert nicht. Es gibt noch ein schöneres Beispiel. Wir haben heute bei der Einwanderung aus Drittstaaten, und das sind immerhin jedes Jahr, Jahr für Jahr, 40.000 bis 45.000 Menschen aus Drittstaaten, die nicht über das Freizügigkeitsabkommen in die Schweiz kommen, sind es 40.000 bis 44.000 Menschen. Obwohl wir hier in diesem Bereich noch heute eine Kontingenzpolitik haben. Geregelt über das Ausländergesetz, beschlossen jeweils im Herbst für das kommende Jahr vom Bundesrat. Und diese Kontingente, die liegen aktuell bei 3.500 Personen, die als Fachkräfte aus Drittstaaten in die Schweiz kommen können. Warum, stellt sich hier die Frage, kommen denn 40.000 oder gar mehr, obwohl wir Kontingente haben? Die Antwort ist einfach, wir haben, wenn wir eine Arbeitskraft rekrutieren, dann haben wir ein soziales Umfeld, das früher oder später ebenfalls in die Schweiz kommt, nämlich der Familiennachzug. Und bei den Drittstaaten haben wir einen Familiennachzugsanteil von 54%. Bei den Drittstaaten haben wir eine Erwerbstätigenquote zum Zeitpunkt der Einwanderung, also der Einwanderungsgrund Erwerbstätigkeit, 18%, ja, ich weiß, die Vergangenheit. 18% der Drittstaateneinwanderung kommen her, um zu arbeiten.
Und genau umgekehrt ist es bei der Freizügigkeit, bei jenen Ausländerinnen und Ausländern, die über die Personenfreizügigkeit in die Schweiz kommen. Rund 70% kommen, um zu arbeiten. Ich habe jetzt nicht vom Asylbereich gesprochen. Der Asylbereich bringt uns 4% Einwanderung, 95% des Ärgers. Und das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, diese Differenzierung, die eben erforderlich ist in der Migrationspolitik. Diese Differenzierung macht die SVP mit ihrer Initiative nicht. Wir sollten dort ansetzen, wo die Probleme liegen. Wir haben heute zu viele Menschen, die in die Schweiz kommen, um nicht zu arbeiten. Insgesamt sind es gegen 50%, die in die Schweiz kommen, wenn sie alles zusammenzählen, die nicht arbeiten. Und ich habe erwähnt vorhin, gerade bei jener Kategorie, die im Fokus steht, oft kritisiert wird und man vergisst die Drittstaaten, die Freizügigkeitsausländer haben eine sehr hohe Arbeitsquote, Erwerbstätigenquote. Und das ist der Denkfehler der SVP-Initiative, dass man den deutschen Ingenieur, den französischen Physiker mit dem tunesischen Asylbewerber oder mit X einer Ausländerkategorie, dass man hier keine Differenzierung macht. Und das ist der wesentliche Punkt, dass die FDP zu dieser Initiative Nein sagen muss, weil wir bessere Rezepte haben. Ich habe Ihnen gesagt, wir treten nicht an und sagen Nein mit leeren Händen. Sie alle, die in Baden waren 2013, das letzte Jahr, haben ein Papier beschlossen, einen Maßnahmenkatalog zum Thema Freizügigkeit, Drittstaateneinwanderung, Asylbereich mit tauglichen, praktikablen, guten Lösungen, die funktionieren, so sie denn Mehrheiten hätten im Parlament. So sie denn Mehrheiten hätten. Diese Lösungen wollen wir in Erkenntnis, dass es tatsächlich ein Problem gibt, aber nicht mit falschen Lösungen, falschen Rezepten, wie es die SVP-Initiative eines ist, damit nicht mehr Schaden entsteht, als wir Probleme lösen können. Aus diesem Grund bitte ich Sie, diese Initiative abzulehnen. Und wir werden, wenn diese Initiative am 9. Februar abends abgelehnt worden ist, werden wir unsere Vorschläge nochmals auf den Tisch legen. Und wir werden ersuchen, die bürgerlichen Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die Fraktionen in Bern ersuchen, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, die funktionieren. Und das sind die Rezepte, die ich angesprochen habe. Und wer wirklich die Probleme lösen will, dort, wo die Probleme sitzen und nicht einfach einen Kollateralschaden riskiert mit der Gefährdung der bilateralen Verträge, die uns so viel gebracht haben, der wird mit der FDP zusammenarbeiten. Wir sind dazu bereit. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.